Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner aus den Räumen der Aero ECS Austria zu unserem heutigen Thema Cloud Data Sense von der NetApp. Ja, wie angekündigt, NetApp Cloud Data Sense bietet automatische Erkennung, Zuordnung und Klassifizierung von Daten, ganz gleich, wo sich diese befinden. Ganz herzlich möchte ich begrüßen, nicht virtuell, sondern wirklich physikalisch, die Nadine Wildner, sie ist ihre Ansprechpartnerin, alles was NetApp betrifft, und den allbekannten Ernst Dvorak, genannt Dvoki, General Solution Engineer bei uns. Ja, vielleicht Nadine, du wolltest ein paar Worte über deine Person verlieren und Ja, dich vor danke. kurz vorstellen. Ja, danke, lieber Rainer, für die Einleitung und auch von mir ein ganz herzliches Hallo. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Nadine Wildner. Ich bin Business Development Manager für NetApp bei Aero und gemeinsam mit unserer Business Unit Data Center unterstützen wir unsere NetApp-Partner zum Beispiel in den Bereichen Sales, Pre-Sales, Solution Design Ablauf. Wir sind aber auch gerne Anlaufstelle bei Themen wie Trainings, technischer Support und Services. Kommt dazu gerne jederzeit auf uns zu. Und jetzt habe ich die große Freude, unseren General Solution Engineer Ernst Dvorak weiterzugeben, der euch spannende Infos zum Thema Cloud Data Sense vermitteln wird. Da haben wir noch einen kurzen Überblick. Warte mal, gehst du mal retour? Ja, Entschuldigung, ganz kurz, Ja. Agenda Achso, vielleicht die Agenda vorher. brauchen wir auch noch. Ja, Ja, genau. Folien sind ein bisschen falsch eingereiht, kann immer nicht. Wir wollten nur kurz die Aerobio Data Center vorstellen, da hat sich einiges getan bei uns. Es gibt alte, altbekannte Gesichter, es gibt neue Gesichter dabei. Danach haben wir die Cloud Data Sense Vorstellung, was macht es, wozu ist es? Dann gibt es ein bisschen einen Deep Dive mit ein paar Screenshots und so, damit wir uns anschauen können, wie schaut dieses Produkt aus. BU Data Center, vielleicht, wir haben einen neuen BU Manager, eh schon eine Weile, also ganz so neu ist das auch nicht mehr, aber wir haben ja in der Sommerpause unserer Podcasts, unserer monatlichen, keines gehabt, das also auch keine Vorstellung gemacht, sprich, unser Business Unit Manager ist jetzt der Roman Grabner. Viele kennen ihn vielleicht noch aus der Splunk-Seite, weil er war Splunk BDM bei uns. Das heißt, von der Seite her kennt man ihn ja vielleicht, man sieht ihn ja auch bei den Veranstaltungen und so. Also es ist kein ganz neues Gesicht, sondern den gibt es ja schon länger bei uns. Heinz Stiassny kennt man natürlich, Senior Business Manager, klar. Den Heiner, glaube ich, gibt es immer, den man nicht kennt. Emil Badinski, ein Urgestein, kann man mittlerweile, glaube ich, schon sagen, Manager Sales. Dann gibt es Nadine natürlich dazu, jetzt unseren neuen Business Development Manager seitens der NetApp. Dann gibt es den Eddie Kobliska, ich sage immer Eddie, die Coding Machine. Ja, Das das heißt, ist ja wirklich die Coding-Maschine. Ja. ist Inside Sales. Wir haben natürlich auch noch weitere Mitarbeiter in der Business Unit Data Center. Das ist einmal das NetApp-Team. Das heißt, die sich sehr viel um NetApp-Belange kümmern. Wir haben noch weitere Inside Sales, also wir haben jetzt nicht nur den Emil und Eduard, da kommen noch ein paar dazu. Aber für die NetApp-Themen sind das jetzt einmal die wichtigsten Ansprechpersonen, inklusive meiner Person. Die steht auch ganz unten in der Mitte, alles ist gut. Auch ich kann zu unseren Produkten, zu fast jedem Produkt etwas erzählen. Manche tiefer, manche nicht tiefer, aber ich bin halt so quasi das technische Gewissen aller. Ja, So gut so. wenn es um Informationen geht. Gut, fangen wir vielleicht mal an mit dem NetApp Data Sense selbst. Was macht es, was tut es? Wir wissen ja, Mai 2018, das Schicksalsdatum, wurde die DSGVO aktuell geschalten. Sprich, ab dann hat es gegolten, da heißt es unter anderem in diesen 99 Punkten, die die GDPR oder DSGVO, Entschuldigung, definiert, dass man hier datencompliant sein müssen, dass die Daten in der EU liegen, dass ich auch natürlich wissen muss, welche persönlichen Informationen habe ich, etc. etc. Jetzt ist es natürlich in der Vergangenheit nicht leicht gewesen. Es gibt auch Firmen, die hier schon in die Falle getappt sind.
weil ich muss natürlich aufpassen, dass ich die Daten nicht rausgebe. Ich muss meine Daten kennen. Ich muss aufpassen, dass ich meine Daten auch in den sicheren Bereich schaffe. Ja? Und hier sind persönliche Informationen, so wie Geburtsdatum, Versicherungsnummer etc. etc. Das sind persönliche Informationen, die müssen geschützt werden. Also nicht, wenn man jetzt einen Dateneinbruch habe, dass man hier Daten abgezogen werden und dann alle Sozialversicherungsnummern da hinausgegeben werden, wie es ja schon passiert ist in der Vergangenheit, also noch vor der DSGVO. An sich hat es ja ein Datenschutzgrundgesetz schon gegeben, das ist ja nicht neu, aber es ist halt nie so wirklich exekutiert worden. Ja. So, jetzt haben wir dem Ganzen so einen kleinen Riegel vorgeschoben und gesagt, gut, jetzt müssen wir aufpassen. So, das heißt, es gibt natürlich Firmen, die da schon hineingefallen sind und auch schon Strafe bezahlt haben für diesen nicht achtsamen Umgang mit den Daten. Ja. Über die wollen wir aber nicht sprechen, das ist jetzt einmal nur so quasi ein Aufzeigen, ja, es passiert aber auch etwas von der anderen Seite, wo man dann auch bestraft wird. Die Strafen sind ja drakonisch angehoben worden, weil bei uns sind es 4.000 bis 12.000 Euro in Österreich mit der Datenschutzgrundverordnung. Da hat es Firmen gegeben, die haben gesagt, das zahle ich, das ist mir egal. Ja. Heute ist es ein bisschen mehr. Heute wird das in Prozent vom Umsatz gemessen und das ist dann ein bisschen mehr als 4.000 bis 12.000. Ja. Weiters muss ja jeder auch einen Daten-Compliance-Officer haben. Jede Firma. Ob er sich dann jetzt anmietet, also für die DSGVO, oder ob er den selber halt hat, schuldet halt einfach der Firmengröße. Man kann den ganz einfach machen, diesen Datenschutzbeauftragten. Das ist kein Thema. Aber wenn ich eine kleine Firma bin, kaufe ich den zu, weil so oft brauche ich den auch nicht. Ja. So. Ich rede jetzt von mittleren, größeren Firmen, dort wird es interessant, weil dort habe ich ja auch eventuell mehr Daten, die ich beobachten muss. Und da sehen wir natürlich schon jetzt ein bisschen ein Grundverständnis, das man erzeugen muss. Die Daten in der Firma wachsen. Man weiß manchmal gar nicht, was habe ich jetzt überhaupt alles für persönliche Informationen. Man geht davon aus, dass solange ich von dem keine Schuhgröße habe und kein Geburtsdatum, ist mir das egal. Das ist falsch, weil wenn ich heute einen Kundenstamm anlege und mit Kunden zu tun habe, dann habe ich dort unter Umständen jetzt aus dem Privatsektor, also ganz normale User, die bei mir einkaufen, dann frage ich den, wo wohnst du, wer bist du, wie alt bist du, etc. etc. Und ich sammle schon sehr viele Informationen. Ich sammle vielleicht jetzt nicht die Versicherungsnummer, das nicht. Aber ich habe natürlich schon das Problem, dass ich hier Informationen sammle, die bereits persönliche Informationen sind. Und das zieht sich natürlich weiter durch die ganze Firma. Ja. Und viele Menschen sagen, okay, gut, ich gebe das jetzt alles in eine Datenbank ein, ist gut, da kümmere ich mich darum. Ist halt auch noch ein bisschen zu wenig, weil ich noch immer keinen Gesamtüberblick. Ich habe auch keinen Gesamtüberblick davon, wann heute ein Verkäufer sich eine Kundenliste zieht, das berühmte Excel-Liste, also das Excel-Sheet mit meiner Kundenliste. Da steht drinnen, wann der Geburtstag hat, weil den möchte ich anrufen und sagen, du, alles Gute zum Geburtstag gemessen, sonst irgendwas. Die liegt auf seinem Desktop oder im berüchtigten OneDrive. Dann ist es noch am geschicktesten. Das heißt, auch diese Sache muss ich wissen. Weil weiß ich das nicht, kann ich gestraft werden. Also auch das ist jetzt natürlich schon ein Grund. Dadurch brauche ich ein Instrument, wo ich immer meine sensiblen Daten im Griff habe, beziehungsweise in der Übersicht habe. Und ich kann natürlich auch hergehen und sagen, okay, ich weiß, wo sie sind, ich zentriere sie jetzt, damit ich mir leichter tue, meine Daten in den Griff zu bekommen, nämlich genau diese sensiblen Daten, um die es geht. Ja. Es gibt natürlich auch verschiedene sogenannte Zero-Trust-Models, das heißt, ich vertraue gar nichts und tue alles einsperren und wegsperren. Ja, das ist immer so eine Geschichte. Ja. Ich sage eine Kundenliste auf Excel. Ja. Solange ich etwas exportieren kann, solange ich etwas herausbringe, werde ich es auch herausbringen. Das kann ich machen, was ich will. Und da hilft mir nicht nur eine Liste zu suchen, wo steht Kundenliste.xls. Das ist zu wenig. Ich muss die Daten analysieren, die da drinnen stehen, ob da wirklich
wirklich auch persönliche Daten drinnen sind. Das macht Cloud Data Sense. Cloud Data Sense kann das, das ist überhaupt kein Thema nicht, kann auch in viele Files hineinschauen und analysieren, was steckt da drin. Steckt das drin, was ich vermute, oder ist die Kundenliste keine Kundenliste, sondern da stehen nur Namen drin? Also alles das muss hier beobachtet. Ja? Sprich, die Herausforderung in dem Fall ist es, wirklich in einen effizienten Weg die sensiblen Daten zu finden. Die Herausforderung ist es, den wachsenden Storage-Berg, also den Datenberg sozusagen, zu beobachten und in den Griff zu bekommen. Da hilft es mir nicht, wenn ich einmal im Monat drüber schaue, sondern brauche ich eine laufende Kontrolle darüber. Und laufend muss ich hier die Daten kontrollieren, wie, was für ein Wachstum habe ich jetzt bei diesen persönlichen Daten oder bei sensiblen, nennen wir es einfach sensible Daten, die ich besitze. Und dadurch muss ich das natürlich automatisieren. Weil der Admin wird sich nicht hinsetzen, weil der muss alles durchsuchen, der kann ja gar nicht alles, der kann nicht alle OneDrives durchsuchen, die ich so besitze. Das heißt, das muss unbedingt automatisiert sein. Weil nur dann wird es ja wirklich richtig funktionieren. Die Requirements of Privacy Regulations, das steht immer recht schön gut drauf. Das heißt, wir sind ja mit der GDPR, also sprich DSGVO in gut Deutsch, ja nicht der Einzige. Kanada, Amerika natürlich, es gibt auch im Asienbereich welche. Das heißt, ich habe einen Haufen Unternehmen, also einen Haufen solcher Schutzgesetze, die bereits in Betrieb sind, die auch verwendet werden, wenn man sieht, da sind alle aus 2018, 2019 mit dabei. Ja. Das heißt, das gibt es weltweit. Wenn ich jetzt weltweit unterwegs bin, dann habe ich hier eine doppel- und dreifach solche Pflicht, weil auch die anderen Länder können darauf bestehen. Das heißt, ich brauche mal auf alle Fälle ein Instrument, das auch die Welt versteht mit ihren sensiblen Daten. Ja? Und ich muss natürlich hier auch auf Knopfdruck quasi einen Bericht liefern können. Denn dieser Perform Data Subject Access Request, wie er hier so schön steht, wir sind ja bei der DSGVO, muss ich ja in einem bestimmten Zeitraum Auskunft geben, welche Daten ich habe. Ja. Wenn ich das erfülle, ist es gut, dann sagt man halt nach Gegenwart, ja, lösche es, was auch immer ich machen soll, damit dann, aber ich muss Auskunft geben. Man sieht das relativ einfach, es ist immer ein ganz einfaches Beispiel, ich sage Facebook. In Facebook waren die Ersten, die sofort einen Knopf eingebaut haben und gesagt haben, da, ich zeige dir deine persönlichen Daten. Das heißt, da finde ich dann in Tonnen von irgendwelchen Files in einem lesbaren Format, was habe ich gepostet, was habe ich dort, was habe ich da, also sämtliche Informationen. Ja. Das kann ich automatisiert machen, so à la Facebook. Facebook ist jetzt vielleicht von der Umsetzung her ein Beispiel, aber von der Größe her, nein, wir sind natürlich kleiner, wir können so etwas ja nicht unbedingt einsehen oder macht vielleicht nicht direkt einen Sinn, das muss dann jeder für sich entscheiden. Und ich brauche natürlich auch einen Beweis, dass meine Compliance funktioniert. Das heißt, ich brauche Reports für meine Stakeholders, die sagen, du, was läuft da bei euch, wie schaut es aus, laufen wir da in eine Gefahr vielleicht, compliance-technisch herausgeworfen zu werden. Das heißt, auch das muss eine Software heute erfüllen. Weil ansonsten brauche ich es nicht. Wenn ich es selber mit der Hand zusammenfülle, habe ich ein Problem. Das heißt, ich habe da mal ein Instrument, das mir schon sehr stark zur Hand geht beim Auffinden meiner Daten. Ja? Das heißt, der Use Case haben wir jetzt eigentlich schon erklärt wunderbar. Das heißt, es muss was Automatisiertes sein. Ich muss einmal verstehen, was sind sensitive Daten und was ist nicht gesichert oder in keinem sicheren Umfall. Kennwort Permissions. Ja, weil ich sehe, dass irgendein Lager, ein Mann aus dem Lager Zugriff hat auf diese Kundenliste, dann muss ich fragen, okay, warum braucht er den? Ja, wenn er nichts damit zu tun hat, mit dem Ort, wo diese Kundenliste liegt, dann muss ich sagen, okay, das muss ich hinterfragen. Ist das so gewollt oder ist das ein Irrtum, was auch immer. Ja. Ich brauche natürlich ein Alert-System, das mir sagt, du pass auf, da habe ich ein Problem entdeckt und so weiter und so fort, weil durch die Automatisierung erwarte ich mir das, dass ich gewarnt werde davor. Ja.
und kann hier natürlich auf alle Fälle mit meinen Compliance Reports, die ich habe, mit meinen Dateninformationen, diese Dateninformationen beinhalten ja auch nicht nur, was ist jetzt compliance-technisch bedenklich, sondern ich kann mit solchen Datenreporten auch Duplikate auffinden. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil es vielleicht auch ein paar doppelte Dateien gibt, weil den habe ich geschickt, dort habe ich es eher geschickt. Da. Alle haben es runtergelegt und alle, dann habe ich das File 5, 6 Mal Link. Könnte vielleicht problematisch werden. Und das brauche ich natürlich immer schön brav, schnell. Nicht irgendwann, sondern schnell. Sprich, ich bekomme meine Reports und kann hier entsprechend auch reagieren. Was ist der Benefit? Ich habe einmal die Compliance Reports, die sofort generiert wird. Was mir hier gut gefällt, da steht in der zweiten Zeile Generate Compliance Reports in Minutes. Also wir versprechen, wir wissen in der IT, ich gebe alles in der Sekunde und alles auf den Klick. Ja. Also, dass die Auswertung eine etwas größere ist auch klar. Dadurch steht auch hier auch natürlich, die habe ich nicht in der Sekunde, brauche ich ein paar Minuten, weil hier viele Datenquellen durchsucht werden können. Ja. Auch interessant, also auch als Benefit zu sehen, ist, dass wir alle Daten erfassen, die wir finden. Und wir sehen auch sensitive und nicht sensitive Daten. Weil es muss nicht immer alles compliant sein. Ja. Es kann natürlich auch nicht sensitive Daten sein, wo ich sehe, okay, von meinen nicht sensitiven Daten habe ich auch einen Großteil an Duplikaten da, etc. etc. Also diese Statistiken sind auch für nicht sensitiv, also für alle meine Daten gedacht. Machen wir mal ganz einfach. Ja. Wir sehen hier jetzt von, also bis jetzt einmal, was macht Cloud Data Sense? Der Name Cloud Data Sense, das werden wir in den nächsten Folien auch sehen, ist ein bisschen irreführend, weil eigentlich ist es Data Sense. Das Produkt heißt aber Cloud Data Sense von der Netta. Das werden wir jetzt dann gleich auflösen, warum das nicht ganz so ist. Und ich habe ein wunderbares Dashboard dabei, wo ich auch alles sehe, meine Reports etc. etc. Ja. Gut. Den Compliance Pattern Support, den wir haben. Weil die Software muss natürlich wissen, wie schaut die amerikanische Social Security Number aus. Wer Amerika kennt, weiß, die Social Security Nummer ist die Nummer schlechthin in Amerika. Ja, das ist die Nummer, über die ein Amerikaner sich identifiziert. Ohne der kriegt er gar nichts. Ja, das heißt, wenn ich keine Social Security Nummer habe, geht nichts. Wir haben natürlich zwei Nummern, weil wir haben ja eine Steuernummer plus unsere Versicherungsnummer. Sozialversicherungsnummer. Ja. In Amerika gibt es eine Social Security Number. Punkt. Ja. Das heißt, dementsprechend unterschiedlichst sind die Regulationen weltweit, die ich verwende. Und somit muss das System diese Patterns natürlich auch kennen. Jetzt ist es so, dass der Pattern alleine nicht reicht, um ein Dokument zu durchsuchen. Das heißt, wir haben hier AI-unterstützte Suche mit dabei. Das heißt, es wird ein bisschen genauer in dieses File hineingesehen. Und da suchen wir jetzt nicht einfach nur eine Nummer und sagen, ja, okay, das ist es. Sondern da wird ein Bezug hergestellt dazu und sagt, das ist wirklich die Nummer. Ja. Weil eben hier noch in der Form von Text und so weiter und so fort, Schreibweise mit irgendwas davor, danach und so weiter und so fort. Das heißt, wir untersuchen hier etwas genauer, ob diese Daten jetzt compliance-technisch wichtig, nicht wichtig und so weiter und so fort sind. Wir haben verschiedene Kategorien drinnen, das heißt Marketing, Human Resources etc. etc. Es ist ein schöner großer Pattern, der auch immer wieder erweitert wird. Das heißt, der bleibt nicht stehen. Der entwickelt sich weiter, der Pattern. Somit haben wir jetzt einmal eine Übersicht bekommen von der Netta Data Sense, wo wir ein bisschen tiefer schauen können jetzt, weil das Bewusstsein ist da. Wir haben eine Allround Data Level Solution, wie man das so schön nennt. Das heißt, wir haben Maps Categorized Data, kennen wir jetzt von der vorherigen Folie, so ein bisschen einen kleinen Überblick einmal. Wir haben natürlich Automated Routines, das sind diese Automatisierung dieser Geschichte. Ja. Wir können, und das ist vielleicht das Interessante daran,
On-Premise und in der Cloud operieren. Also es ist kein reines Cloud-Produkt, sondern wir können On-Prem und in der Cloud gleichzeitig oder auch nur On-Prem, das kann man sich aussuchen, wie man möchte, ist natürlich NetApp typisch ein Multi-Cloud-Produkt. Wer die NetApp Data Fabric kennt, weiß, dass wir im Prinzip mit den großen Hyperscalern zusammenarbeiten. Also auch hier ist das der Fall. Wir können strukturierte und unstrukturierte Daten untersuchen. Wir haben Datenbanken dabei, wir haben File-Shares, Object Storage dabei. Ganz interessant, bei Object Storage ist ja das große Datengrab. Das sage ich jetzt einmal etwas überspitzt. Dadurch ist es auch interessant, da drinnen nachzusehen, in meinen objektbasierten Ablagen. Und natürlich NetApp Storage, klar, und nicht NetApp Storage. Das heißt, es geht auf Shares los, Chiefs, NFS und so weiter und so fort. Das heißt, da kann ich überall suchen. Ja. Ich kann mir das voll einstellen. Ich kann eine eigene Policy machen, ich kann eigene Alerts machen. Ich kann eine eigene Vorlage machen für persönliche Informationen. Auch das kann ich erstellen. Also es ist wunderbar anpassbar an meine Bedürfnisse. Übersichtstechnisch, ich habe es erst schon erwähnt, es ist eine kleine AI-Engine dabei, das heißt, ohne künstliche Intelligenz geht heute fast nichts mehr. Jetzt im Sinne von, wenn ich etwas suche, wenn ich etwas auswerte, gibt mir die AI ganz einfach bessere Möglichkeiten in die Hand, nach Informationen zu suchen, weil hier nicht nur ein sturer Pattern-Vergleich passiert. Das heißt, ich kann es kategorisieren, ich kann hergehen und sagen, okay, welche Metadaten habe ich da jetzt einmal, die durchsuche ich, welche Permissions etc. etc. Aber Policy, die das steuert, das heißt, meine Compliance-Policy sagt, such nach dem, such nach da, such nach dort. Ja. Und dann bekomme ich hier entsprechend auch meine Informationen. Entweder auf Dashboards, gleich zum Nachschauen, schön hübsch bunt, sehen wir eh gleich wieder, oder ich kriege einen E-Mail-Alert oder einen E-Mail-Bericht, wie auch immer. Und natürlich auch, um welche Datenschutzverordnung handelt es sich. Ist jetzt eine GDPR-Geschichte, also DSGVO, etc. etc. oder schlagt dann das amerikanische System dazu, wie auch immer. Ja. Das heißt, das kann ich jetzt einmal so als Technologieübersicht hinstellen und sagen, okay, diese Möglichkeiten haben. Ich hätte noch kurz eine Frage, ja. Renzl. Es gibt ja von der NetApp ein Produkt, das heißt Cloud Insights, die ja. Im Prinzip die ganzen, die eigentlich storage-übergreifend arbeitet. Geht das bei DataSense auch oder ist es rein aufs NetApp-Universum beschränkt? Nein, geht auf NetApp auch, danke, coole Frage. Wir haben hier auf der Folie schon Non-NetApp-Storage. Ah, okay. Das heißt, ich komme auf jede Storage drauf, okay. Weil wenn man schaut, ich kann File-Shares, ich kann Object-Storage. Mhm. Das heißt, das sind alles Files, die ich untersuchen kann. Ja, okay. Somit ist es nicht nur auf NetApp aufgestellt. Die Architektur ist relativ einfach. Wir können, wie schon gesagt, on-premise und in der Cloud. Ich habe übrigens zum Versenden dann nicht nur die Präsentation, sondern auch noch ein bisschen Informationsgeschichte dabei. Eine davon ist die Installation von DataSense, damit man sieht, wo kann ich das installieren, was brauche ich dazu. Das ist nicht viel Information, was relativ simpel ist. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich lege das dazu, es sind glaube ich 4-5 Seiten, wo dann beschrieben wird, wie installiert man das Ding, on-prem oder in der Cloud oder auf beiden etc. etc. Ja. Ich habe auch ein Datasheet dazu gelegt, ich habe einen Angebotstext dazu gelegt, also so, dass man das gleich ganz bequem losstarten kann. So. Ich kann direkt auf File-Shares, NFS und CIFS zugreifen. Ich habe externe Services, das heißt die S3s. Und wenn wir uns das kleine Bildchen hier anschauen, ich hoffe, man sieht meine Maus, dann habe ich hier einmal die On-Premise-Variante mit einer NetApp natürlich On-Premise. Ja. Ich habe hier meine Cloud-Geschichten dabei. Es kommt dann noch Übersicht, wo man das ein bisschen genauer sieht. Ich habe meine File-Shares, ich habe mein Office 365, mein OneDrive dabei. Weil auch in den Mails gibt es natürlich Compliance. Informationen drin, das darf man nicht vergessen. Ich habe Datenbanken, ich habe die wichtigsten Datenbanken dabei, das heißt ein Oracle, ein SQL Server, MySQL, ein MongoDB und natürlich nicht nur S3, sondern auch den Blob von der Asia, so jetzt weiß man fast nicht weg, vom Asia her, ja, sprich auch hier bin ich sehr gut aufgestellt, weil ich mich
in verschiedene Datenquellen einlinken kann und dort suchen kann und auswerten. Data Integrations, habe ich zuerst gesagt, gibt es einiges. Das heißt, wir haben die ONTAP On-Premise, wir haben die Cloud Volumes, wir haben die Azure NetApp Files, Cloud Volume Services für Google Cloud, sind jetzt dann quasi die Files für die Cloud, für Google. Wir haben Amazon dabei, wir haben AWS dabei, wir haben OneDrive, Oracle, also Storage kriegt natürlich, ist ja ein netter Produkt, wo wir Daten suchen können. Ja. Das wird laufend weiter. Das ist ein bisschen eine ältere Folie, das wird laufend weiterentwickelt. Man kann hier sich auch die Informationen auf cloud.netter.com organisieren. Man kann sich die Informationen auch gerne bei mir abholen, das ist überhaupt kein Thema. Man kann auch über das Produkt mit mir sprechen. Wir können auch eine kleine Demo davon machen. Auch das ist möglich. Das heißt, alle sind herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Dann können wir kurz eine Demo, also eine Live-Demo vorstellen dazu, wo man vielleicht einmal so ein bisschen eine Übersicht kriegt, was kann ich machen etc. Und sich das, ja. Ich habe jetzt trotzdem auch noch eine Frage. Ja. Denke ich, viele wissen, wir haben ja unseren Cloud Marketplace, die Aerosphere, wo wir über 30 Hersteller drin haben. Weißt du oder wisst ihr, ist es geplant, also jetzt zum Beispiel, wenn wir von Datasense sprechen, was ja, wo du jetzt uns erzählt hast, das geht on premise, aber es gibt es auch in der Cloud, sind diese Produkte, auch zum Beispiel des Cloud Insights, ist das irgendwie geplant, weißt du das? Soll das mal reinkommen? In höchster Wahrscheinlichkeit ja, okay. Genau wissen wir es noch nicht, weil die Clouds, die Aerosphere-Integration gerade am Laufen ist und es sind die Tests da. Das heißt, wir hoffen, dass sie jetzt bald einmal abgeschlossen sind, diese Tests. Es soll heuer noch ein Ergebnis kommen, positiv, negativ. Und dann werden wir auch sehen, was jetzt tatsächlich drinnen ist. Ich kann mir vorstellen, dass solche Artikel sehr wohl drinnen sein werden. Würde auch sinnvoll sein, nachdem wir die großen Hyperscaler wie Microsoft, AWS und Co. ja drinnen haben. Also würde eine sinnvolle Ergänzung sein. Aber das würde super passen. Würde gut reinpassen, ja. Aber da wird es heuer noch ein Ergebnis geben. Gut. Die sind schon fleißig dabei, also in der Aerosphere. Sehr gut. Kann man es ja leicht herausnehmen. Warum? Soll ich dann auch? Ja. Warum es einen Sinn macht, über die Aerosphere zu kaufen? Danke, das ist eine gute Erinnerung. Schauen wir mal kurz über die Dashboards. Das heißt, das Dashboard ist in aufgeräumter Version. Wir wissen ja, die NetApp legt einen großen Wert darauf, dass diese Dashboards immer sehr viele Informationen bringen. Aber trotzdem versuchen sie, die etwas einzugrenzen. Ja. Das heißt, ich sehe hier die alten Daten, ich sage jetzt mal alte Daten dazu. Ja. Wir sehen keine Business, also die Non-Business Data, sprich die nicht so compliance-technisch jetzt unbedingt herausragen. Ich sehe doppelte Files, das ist ganz wichtig. Ich sehe natürlich auch jetzt, was habe ich gescannt, wo habe ich gescannt, wie viel habe ich gescannt, damit ich ungefähr weiß, was habe ich jetzt für einen Datenbestand, den ich da durchgegangen bin. Und ich sehe natürlich auch, wo diese Server liegen. Wo diese Daten liegen. Ich habe jetzt zwölf mit dem schauen. Sprich, ich sehe links in CVO, links in Amazon S3 in OneDrive oder auf meiner NetApp selbst. Ja. Was habe ich Permission-Problem oder nicht? Das heißt, das kann ich hier alles mir in die Dashboards anzeigen lassen. Ich habe das natürlich auch ein bisschen grafisch. Jetzt, was da betrifft, das Alter der Daten, wie viel sind es? Ist es irgendwo angestiegen oder nicht? Das heißt, auch das gibt mir vielleicht Auskunft darüber, wie meine Daten aufgestellt sind und vielleicht kann ich die ja aktivieren mit einem Produkt oder so, dann kann ich das doch gleich mitverwenden. Ja, das Alter der Daten sehe ich natürlich auch auf der NetApp-Administrationsoberseite, auch dort Administrationsseite. Auch dort sehe ich das natürlich, aber ich kriege hier etwas mehr Informationen und das Alter der Daten ist ja quasi eine Zusatzinformation, die ich bekomme. Ja. Also ist ein bisschen was anderes, was ich hier sehe, als wir im Administrator. Ich sehe die Größe meiner Daten, ich sehe die Klassifikationen, wo wir zuerst gesagt haben, also sind es jetzt zum Beispiel PDF, Text, Docs und so weiter und so fort. Ja. Ich sehe hier auch die Labels, die verwendet, also wo diese Files hineingehören. Also wunderbar Übersicht, was sehe ich jetzt in meinen Dashboards.
Ich sehe meinen Compliance-Status. Ich sehe, dass ich 80% keine sensitiven Daten habe. 14% sind personell und 6% sind sensitiv. Das entscheidet eben die AI, respektive die Suche oder meine Policy, die ich absetze, wo ich sage, das sind sensitive Daten, weil da habe ich eine Sozialversicherungsnummer drin. Das wäre zum Beispiel sensitiv personell. Ja. Personell alleine wäre Schuhgröße, Geburtsdatum, das ist personell. Ja. Ist natürlich wichtig, muss ich aufpassen, aber sensitiv sind halt dann schon die tiefgreifenden Geschichten. Ja. Gut, also auch das habe ich in meinen Dashboards drinnen. Man sieht, es ist schon recht klasse aufgebaut, sage ich jetzt einmal. Es ist sehr übersichtlich. Man findet sich dort relativ schnell zurecht. Wer NetApp kennt, wer die Oberflächen von der NetApp kennt, findet sie noch schneller zurecht, weil es sehr sprechend aufbereitet ist und mir auch alle Informationen bringt. Kommen wir zu einem Punkt, Pricing. Und wie kann ich es tun? Wo kriege ich meine Lizenz her? Die Lizenz kriegen wir auf zwei Seiten. Einmal kann ich die bei uns kaufen, weil ich kann eine Bring Your Own License mitbringen. Das heißt, als Partner, als netter Partner kriegt man dann natürlich ganz andere Preisgestaltungen zusammen. Ja. Ich habe das einmal jetzt aus der Seite heraus, aus cloud.netter.com herausgeknöpfelt, wo ich sage, okay, da haben wir jetzt einmal einen Preis, damit man sich was vorstellen kann. Ich kriege was gratis, 1 Terabyte kriege ich gratis. Ist jetzt nicht viel. Aber zum Ausprobieren, für eine Trial, für eine ewige Trial, sage ich jetzt einmal, ausgezeichnet geeignet. Also da kann ich schon sehr viel tun damit. Ich habe ein PSUGO-Modell. PSUGO ist natürlich standardmäßig immer das teuerste Modell. Ja? Es ist zwar das flexibelste Modell aller, aber natürlich kostet das seinen Preis. Das heißt, man sollte sich schon überlegen, Punkt 3, Annual, ob ich da nicht eine Subscription dahinter packe. Und dann schauen wir die Preise anders aus. Wir sehen es da unten, ein Special Discount ab zu 20% und so weiter und so fort. Also dafür, wie gesagt, das habe ich aus der Internetseite herauskopiert. Für Preise und so weiter und so fort stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Wir können da auch Angebote machen dafür, damit man mal sieht, was kostet das überhaupt. Was kostet, ist dann richtig, weil auf der Internetseite die Preise stehen da immer recht gut da. Wir haben aber bemerkt, dass diese Preise natürlich schon auch manchmal etwas abschrecken, weil sie zu hoch wären. Das ist so nicht der Fall. Also bitte, bitte, bitte daran denken, es gibt da Bring Your Own License. Man kann das natürlich auch im Workplace kaufen. Das heißt, ich kann das bei Amazon und bei Google im Marketplace kaufen. Kann ich natürlich auch machen, aber probieren wir mal einen Preisvergleich. Das ist, kann ich nur empfehlen, weil eine Bring Your Own License hat eine andere Regulation, Preise zu gestalten. Eine andere Regulation, dass man dort die Rebates vielleicht noch etwas höher bekommt. Aber der Marketplace sagt, das kostet und aus Ende. Bei uns hat man vielleicht eine Möglichkeit. Einfach mal versuchen, ausprobieren, geht gut. Wie kann man es bei uns kaufen? Einmal Bring Your Own License. Dann haben wir gesagt, die Aerosphere, warum haben wir eine Aerosphere? Ist ganz einfach. Wenn man über diesen Cloud Marketplace, der Aero, auch diese Produkte kaufen wird können, wissen wir halt noch nicht jetzt bei der NetApp im Einzelnen. Aber hier, wir haben einige Produkte da drinnen. Das heißt, wir haben Checkpoint drinnen, wir haben Fortinet drin, wir haben einen sehr großen Azure. Also diese großen Hyperscaler sind eigentlich alle drinnen. Das ist eigentlich der große Vorteil von der Aerosphere. Und genau, das ist eigentlich unser Online-Shop für die ganzen Services. Und wir haben eine koordinierte Abrechnung. Richtig, ist vielleicht jetzt einmal so das ganz große Ding. Ich weiß, was ich da einkaufe, ich sehe, was ich einkaufe, ich kriege auch eine Rechnung, die ordentlich gestellt ist. Also im Prinzip, Aero Marketplace ist ein wunderbarer Einkauf. Ja. Ja, in diesem Sinne, das wäre es jetzt einmal für heute. Das heißt, wir haben DataSense zusammengefasst, einmal so dargestellt. Es ist mein Instrument, meine Daten zu beobachten, zu schauen, was habe ich überhaupt für einen Compliance-Status. Habe ich einen Need, das überhaupt zu beobachten. Auch das sehe ich gleich, wenn man nicht keinen Endkundenkontakt habe, sondern alles nur weiterverkaufe, ist man manchmal der Meinung, ja, dann brauche ich das eh nicht. Das ist falsch, weil auch die Firmen, an denen ich liefere, auch dort werden private Daten aufkommen. Und wenn im Mail steht, du,
der Sales von der Abteilung A hat am 12.05. Geburtstag. Das ist vielleicht ganz schlecht. Ne? Das ist auch schon persönlich. Ja? Mhm. Also auf das muss ich achten. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank. Ich darf vielleicht wieder darauf erinnern, dass wir ja einen monatlichen jetzt wieder haben. Das heißt, Sommerpause ist vorbei. Wir sehen uns in einem Monat wieder zum nächsten spannenden NetApp-Thema. Ich übergebe jetzt ganz einfach an den lieben Rainer. Danke, Ernst. Ja, ja, also soll auch zeigen, vielen Dank dafür. Ich glaube, was ich da jetzt oder was das Resümee auch sein kann, dass die NetApp sehr wohl Produkte hat, die jetzt nicht rein das NetApp-Universum betreffen, sondern einfach herstellerübergreifend gehen. Das ist auch eine Sache. Wir wissen natürlich, wir kennen unsere Partnerlandschaft. Es sind nicht nur, wir haben nicht nur NetApp-Partner, wir haben HP-Partner, Lenovo-Partner. Wir haben Dell-EMC-Partner, aber auch da liefert die NetApp Produkte rein, die vielleicht von großem Nutzen sein kann. Ich glaube, das kann man so ein bisschen einmal zusammengefasst durchaus auch erwähnen. Also man muss nicht immer eine NetApp-Blech, Entschuldigung, den Ausdruck verkaufen, sondern ich kann eigentlich mich auch da weiter positionieren bei Kunden mit guten Lösungen. Und ich glaube, das soll eigentlich auch, oder das ist unsere Message. Und wir sind auch weiter bemüht, solche Lösungen weiter zu promoten, weil wir sind da einfach den Need und auch die Anforderungen aus sämtlichen Kundengesprächen etc. Ja, Insights bei Aero, ich denke mittlerweile sehr bekannt, unser wöchentliches Informationsformat, du hast das richtig gesagt. Wir werden das jetzt auch mit der NetApp wieder in einem monatlichen Zyklus machen. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr interessante Podcasts. Es gibt auch eine nette Playlist, muss man auch das sagen. Also es ist so eingerichtet, wenn Sie unseren YouTube-Kanal besuchen, einfach auf die Playlist NetApp suchen oder raufklicken und da haben wir schon spannende Ausgaben von Insights bei Aero produziert. Gut, Fragen sind keine aufgetreten. Ja, in diesem Sinne. Vielen Dank für euer Interesse, für die Teilnahme. Ja, bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns, Sie bei einem der nächsten Ausgaben von Insights bei Aero wieder begrüßen zu dürfen. Schönes Wochenende. Wiederhören. Tschüss.